Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. So Leute, mir ist was Schlimmes passiert. Und zwar hätten wir eigentlich in der letzten Folge den Behemoth gelegt und den habe ich auch gelegt. Leider ist die Aufnahme kaputt, weil nämlich meine Festplatte vollgelaufen ist und ich habe das unter der Aufnahme leider nicht bemerkt. Und hatte dann nur 2-3 Minuten aufgenommen und die hat es dann aber leider nicht mehr gerendert. Und ja, scheiße. Aber ich gelobe Besserung und zwar, ich habe jetzt wieder einen Haufen runtergelöscht von der Platte. Also ich habe jetzt wieder genug Platz, dass ich wieder schön aufnehmen kann. Ja, hilft nicht, passiert halt. Und was noch passiert ist, wir haben uns diese Rüstung hier gekauft. Schaut very nice aus, muss ich sagen. So, ich würde mich freuen, wenn ihr mir am Ende der Folge ein Like da lasst, ein Abo oder auch einen Kommentar. Würde alles sehr, sehr... Ist alles sehr, sehr hilfreich. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir ein bisschen mit Nebenquests weiter. Oder Nebenaufträge. Weil ich habe eigentlich noch einiges offen, muss ich sagen. Und eine davon wäre jetzt zum Beispiel Heilers Eid. Genau. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Und jetzt schauen wir mal, was uns in dieser Quest erwartet. So, reden wir mal mit Galif. Bist du Galif? Der Heiler? Ich wollte den Tag damit verbringen, auf das Land meines Exils zu starren und mir leid zu tun. Doch du bist nicht aus Sonnenfall. Könnte interessant sein. Ich komme aus der Zeltstadt dort. Ein Mädchen ist krank. Ihr Bruder hat mir von dir... Die Antwort ist nein. Was? Nein, ich habe keine Medizin übrig. Und schon gar keine Zeit. Meine Vorräte sind schon fast verbraucht. Verbraucht wie die dreckigen Lumpen, die als Verbände dienen. Und wenn ich dich zwinge? Warum sollte ich dich nicht einfach zwingen? Es würde Aufmerksamkeit erregen. Und du willst doch dem einzigen Heiler, der sich mit Schattenkaja einlässt, nichts tun, was? Wir kennen uns kaum, aber doch, es reizt mich. Klär das mit der Zitadelle. Sie entscheiden, wer lebt oder stirbt. Nichts, was du tust, ist so schlimm wie die Bestrafung, wenn ich Vorräte an ein Zeltmädchen verschwende. Du bist das letzte Heiler. Gegen ein Gewissen gibt es keine Heilung, aber inzwischen bin ich ziemlich immun dagegen. Und doch, wenn dir so viel an diesem einen Mädchen liegt, machen wir einen Deal. Meine Wohltätigkeit für ein Donnerkieferherz. Na, hab ich doch, oder? Das ist keine Wohltätigkeit. Aber es ist ein Deal. Ich wäre wieder flüssig. Eine Zeit lang. Habe ich kein Donnerkieferherz? Diese Teile sind nicht gerade leicht zu bekommen. Zufällig haust ein Donnerkiefer im Tal der Omen, nordwestlich von hier. Ich weiß das, weil ich seine zahlreichen Opfer zusammenflicken muss. Ausreißer meistens. Wenn ich das tue, dann nicht für dich. Oh, ich erwarte gar nicht, dass du es tust. Doch ich gehe nachher zur Zitadelle zurück. Ich finde den Eingang zum Tal der Omen. Jetzt muss ich aber mal schauen, habe ich nicht so ein blödes Donnerkieferherz? Rohstoffe. Müsste doch sowas hier sein, ne? Plündererherz, Graserherz. Verwüsterherz. Behemothherz, ne? Ich habe wirklich kein Donnerkieferherz. Ich drehe durch. Oh, das ist der Scheißgegner. Okay, hilft nicht. Probieren wir den mal, würde ich sagen. Aber jetzt erstmal zum Eingang vom Tal der Omen. Und wir speichern einmal. Naja, ich war gestern schon in diesem Gebiet hier. Bloß ja, leider die Aufnahme. Leute. Sehr, sehr ärgerlich.
denn überhaupt hin jetzt hier? Juch. Okay. Mit dem fände ich mich weiter, als wenn ich drauf zugehe. Hallo? Ah, ich muss da rüber. Oh, wow, wow. Okay, dann hoffe ich mal, dass wir da durchkommen. Hier sind nämlich ziemlich böse Viecher, die nach meinem Leben trachten. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Das wird auch noch nachts jetzt. Aber ich nehme mal das Zeug hier mit. Scheint sauber zu sein. Wie schaut's denn hier überhaupt aus? Oh, wir haben keine Lohe, nichts mehr. Ich brauche unbedingt Lohebehälter. Das hilft bestimmt weiter. Der Donnerkiefer ist nämlich extrem. Gegen einen Donnerkiefer hatten wir ja schon mal gekämpft. Das war damals in der Brutstätte Zeta, glaube ich, oder so. Heißt die? Zeta, kann es sein? Ich glaube, das war ein Donnerkiefer. Oh, zieht er sich weg. Mei. Zielsuchsensoren oder was? Irgendwie halt noch mehr aus wie normal. Okay. Muss es gewesen sein. So. Ist ja geil, wenn ich meine Pfeile wieder einsammeln könnte. Aber das geht leider nicht. Weiter geht's. Die Wildfahrt. 160 Meter noch. Ich glaube, da oben, was ist das? Kann ich leider von hier nicht scannen, aber der Donnerkiefer war doch das Vieh mit dem riesengroßen Schwanz hinten dran, ne? Sägezähne, oder? Aber ich glaube... das machen wir ganz einfach. Und zwar locken wir hier einen an. Obwohl, ich glaube, vielleicht müssen wir den gar nicht anlocken, weil es eh hier lang geht. Lagerfeuer entdeckt, okay. Etwas Vorrat. Ja, Vorrat ist immer gut. Die nehmen wir gleich, machen uns gleich mal voll. Alles klar. Und speichern einmal. Oh, nee, die gehen Donnerkiefer. Ich hab's gewusst. Warte mal, ich muss mir das erstmal ausgucken. Der Donnerkiefer sollte nicht so schwer zu finden sein. Erstmal ich hoffe nur, ich sehe ihn, bevor er mich sieht. Erstmal ausgucken, wie ich den am besten mache. Und sehen schon. Wow, what the fuck. Ich hab da schon einen Plan. Es wäre natürlich geil, wenn ich mich hier irgendwo verstecken könnte.
drehe ich mal um. Kann man die natürlich nirgendwo verstecken. Das reibt ein bisschen. Ich würde gerne... Wo ist er denn jetzt? Okay, hier vorne könnte man sich vielleicht verstecken. Nee, kann man... Hier ist eine Metallblume, geil. Die Alten haben sie nicht zurückgelassen. Okay, jetzt werde ich... Das reicht. So, okay. Dann werde ich mal anhütten und hoffe mal, dass er herkommt. Eieiei. So. Das Ding ist ja riesig. Und wurde zum Kämpfen erschaffen. Der Schwanz wäre natürlich geil, wenn ich den wegkriege. Okay, das war ein Satz mit X. Das war wohl nix. Probieren wir es gleich nochmal. Okay, gehen wir nochmal hin. Und legen dem Hand nochmal ein paar Eier ins Nest. Kann man denn hier lang irgendwie? Kann man sich hier verstecken? Nee, hier macht er mich auch platt. Hat er
mal was probieren. Ich weiß eben nicht, wie hoch der kommt. Hier werden hier oben jetzt auch scheiße wahrscheinlich. Vorsicht da unten! Na, hier oben eventuell. Wollen wir erstmal die Gegend ein bisschen angucken. Ich weiß eben nicht, ob der hier hochkommt. Wahrscheinlich. Sieht er mich? Okay, sieht mich nicht. Geh. Okay, ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Wir nehmen den Pfeil hier. Schauen, dass wir ihm gleich irgendwie seinen blöden Schwanz runterballern können. Probier jetzt einfach mal hier oben.
Oh, da wäre eine schöne Waffe unten. Hat nicht mehr viel. Wumps. Strike, Baby. Langsam. Entschuldigung, jetzt immer ein bisschen wenig Rede, aber ich bin dann immer so extrem konzentriert auf den Kampf. So, Donnerkieferherz. Da ist doch. Sag jetzt, ich hab's Donnerkieferherz nicht genommen. Mein Gott. Also ganz ehrlich, das Spiel will mich trollen. Inventar. Rohstoffe. Alles klar. Was ist denn das hier? Scheibenwerfer. Geil. Aber ich will jetzt erstmal da hinten noch ein bisschen gucken, was es da so noch gibt. Knarre bräuchte die ganze Zeit, ey. Na, die ganze Maschinenteile weggeschossen. Muss ich mal schauen, ob das dann Lohrbehälter sind. Lohr. Sehr gut. Wäschstau. Wo bin ich denn hier überhaupt? Okay, da geht's bloß noch da hoch. Aber ist da noch was oder ist da nichts mehr? Ich wollte doch schon noch mal... wir legen mal die Waffe weg jetzt. Dann sind wir ein bisschen schneller. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Das stimmt allerdings. Ja, die Sprengfallen haben wir eigentlich fast gar nichts gebracht bei dem Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe wenigstens gedacht, dass wir wenigstens schon mal die Hälfte oder so runterknallen können. Aber falsch gedacht. Nichts war's. Nützlich für eine alte Rezeptur. Hier scheint nichts mehr zu sein. Außer ein bisschen Materialien, Medizin. Ne, hier ist nichts mehr. Okay. So viel zum Thema Sicherheit. Okay, dann würde ich sagen, porten wir aber dahin, dann brauchen wir den ganzen Weg nicht wieder zurückrennen. Verräter. Genau, dann können wir danach nämlich gleich die andere Quest machen. Reisen wir mal hier hin. Und geben die Quest ab. Ich hoffe mal, der Medizinmann hilft dir jetzt. Ich glaube, dass
das eigentlich schon fast das stärkste Vieh hier ist in dem Spiel. Also, was Stärkeres habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Außer die komischen Würmer da. Die haben es auch extrem in sich. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Dann müsste er doch hier irgendwo sein. Der alte Schlingel, der. Ist er doch schon. Das Essen ist von der Königswitwe Nasadi, Kinder. Ihre Hoheit hilft sehr gern, denn die Zeiten sind hart. Esst, aber bringt auch eurer Familie was, falls ihr eine habt. Ich habe viel von dir gehört. Reitet Maschinen, toller Speer, hübsche Sommersprossen. Du sollst sogar ein Gewissen haben. Wie außergewöhnlich. Wer bist du? Du gehörst offensichtlich nicht zu den Schattenkaja. Mein Name ist Vanasha. Im Moment brauchst du nur zu wissen, dass ich ein Flüstern der Vernunft in diesem Loch des Wahnsinns bin. Ich kenne das Gefühl. Das glaube ich dir. Und Uthid ebenso. Er ist ein guter Mann, also wollen die Schattenkaja ihn töten. Ich habe nachgeforscht. Und glaube, er wollte zum Grünsteig. Die Söldner werden ihn bald gefunden haben. Er könnte Hilfe brauchen, wenn du magst. Ja, ich helfe dir. Ich tue für Uthid, was ich kann. Und was ist mit dir? Wie mit mir, wann? Während ich mein Leben riskiere. Ich tue Gutes, kleine Jägerin. Such nach 3 toten Bäumen östlich von Sonnenfall. Dort beginnt der Grünsteig. Viel Glück. Jetzt wollte ich aber mit dem Kalif eigentlich reden. Wo ist denn der? Da. Okay. Ich hab dein Maschinenteil. Deal ist Deal. Sieh nach dem Mädchen und es ist deins. Bei meinem Eid. Doch sag mir, wenn das Mädchen überlebt, wie sieht seine Zukunft aus? Besser als gar keine Zukunft zu haben. Ein erfrischender Satz. Los, tun wir das schnell. Güte hält sich so schlecht in der Hitze. Augenscheinlich überlassen wir jetzt Wilden unsere Angelegenheit. Wir leben in Zeiten der Verzweiflung. Du bist es. Sei gegrüßt. Hier ist jemand für deine Schwester. Wie hast du... Womit haben wir das verdient? Nein, warte. Ich will es gar nicht wissen. Sonst zieht ein Schatten vorbei und es ist weg. Kluger Junge. Er wird sich jetzt um sie kümmern. Nicht wahr? Wenn man mich nicht weiterhin ablenkt, ja. Das Verschwinden fühlt sich Sonnenfall sogar noch weniger sicher an. Okay. Ich hoffe, Bahadas weiß, was er tut, wenn er sich mit diesen Fremden einlässt. Würde ich sagen, machen wir doch mal gleich die andere Nebenquest. Aber. Nee, wo ist denn die? Hä? Dieses, okay. So Leute, ich würde sagen, wie heißt sie? Dass wir uns die Quest aber erst in der nächsten Folge anschauen. Wenn es euch dann ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Kommentar, Like oder auch Abo freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Bis bald. Ciao, euer Andi. Wie heißt sie? Shiana.